Hallo liebe Minecraft-Freunde von da und fern und willkommen in Folge Nummer 60, Leute. Und wir sind gerade richtig in einer Schlacht drin. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie wir jetzt hier heile und gesund wieder rauskommen. Ich habe da nur eine Idee. Und diese Idee ist halt erstmal ein Crafting-Table bauen. Und auf jeden Fall nochmal schnell meine Pickaxe hier irgendwie mal so dahin zimmern. Gut, dass wir da noch ein bisschen Material haben. Und dann werden wir den Spawner zerstören. Das ist jetzt erstmal so die einzigste Idee, die ich jetzt habe, sodass wir hier heile rauskommen. Ansonsten habe ich da wirklich so meine Bedenken, dass uns das gelingt. Weil das ist ja, die zerfetzen uns hier. So, jetzt müssen wir mal nur gucken, wo der ist. Ich glaube, das ist das Ding da oben. Und ich glaube, jetzt haben wir ihn kaputt gemacht. Das heißt, wir müssen nur noch irgendwie die Blazes irgendwie vernichten. Das machen wir mal so. Getroffen. Wieder getroffen. Die treffen uns natürlich auch in dem Moment. Da hinten ist noch eine. Die Lohnrouten holen wir uns natürlich. Ganz gut aus. Von da hinten muss noch irgendjemand ballern. Versucht das mal so ein bisschen zu löschen. Beziehungsweise irgendwo habe ich hier leider kein... Da ist es. Wunderbar. Nee. Wieso frisst der denn? So. Erfolg erzielt. Oh, Leute, wir haben's. Wir haben's. Nice. So, komm, das Ding, das nehmen wir weg. Da haben wir sie. Cool, wir brauchen noch eine. Und dann brauchen wir nur noch die Nether Wards. Dann haben wir's. So, aber jetzt machen wir erstmal hier. Jetzt muss er erstmal zu Ende fressen. Ansonsten kann ich wieder das Schutzschild nicht benutzen. Weil immer so, wenn er Hunger hat, dann kann er natürlich nicht. So, und jetzt geht's. So, jetzt können wir uns auch langsam tatsächlich nach oben stecken. Irgendwo muss hier noch eine sein. Ja, da ist noch eine. Die holen wir uns mit Pfeil und Bogen. Erwischt. Muss noch irgendwo eine sein. Erkennst du nicht wo? Na? Okay, das ist zu. Das ist zu. Ah, okay, ich habe schon gesehen. Hinter dem Zaun. Na, ob ich bis da hochschießen kann? Nee, das kann ich nicht, weil da der Zaun im Weg ist. So. Okay. So weit sind wir hier safe. Da, ich sehe sie schon. Ja, das war ein Spawner gewesen, eindeutig. Okay. Erwischt. Na komm schon. Er traut sich nicht jetzt, ne? So, da machen wir jetzt erstmal ganz schnell zubauen. Wir können uns nichts mehr. Und die Dame da. Jetzt! Schuss! Yes! Erledigt. Da ist noch einer. Oh Gott, das war doch. Da sind recht viele gespawnt. Auch erwischt. Und da ist unsere zweite. So, die von da unten, die holen wir so. Die brutzeln wir mal an den Füße weg. Da scheint noch mehr zu sein. Ja, ich würde sagen, Angriff ist die beste Verteidigung.
Okay, da sind noch mehr. Ah, ich muss ihn ja... in den richtigen Moment. Oh, wow. Oh, der hat mich erwischt. Der kam von unten, Querschläger. So. Wow. Wow. Nice. Die haben wir gut in, die haben wir gut zurückgeschlagen, Freunde. So. Ich würde sagen, wir wagen's. Ist das hier eine Treppe oder was ist das hier? Tatsächlich. Oh. Wow. Krieg. Ja, komm. Immer reinfeuern. Und jetzt machen wir uns hier. Wow. Puh. Hat ein bisschen Leben gekostet. Wow. Nicht schlecht. So, die haben wir gut zurückgedrängt. So. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? 6 Stück, das ist nicht viel. Yes. Erwischt. Okay, 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 schon gesehen. Pass auf, dann machen wir Folgendes. Okay, komm her, komm rein. Komm rein. Oh, komm schon. Headshot! Na, yes! Erwischt. Oh. Von irgendwo feuert noch einer, von oben. Könnte sein. Was ist hier unter? Nix. Können wir uns vorsichtig mitnehmen und schnell wieder in die Festung rein. So, wir sind safe. Wir sind safe, Freunde. Wir haben das geklärt. Leider ist das... Oh, wir haben 4 Stück bekommen. Nice! Okay, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Wir hören hier noch irgendjemand rumballern. Aber im Groben ist das gut. Wir dürfen uns jetzt nur nicht verlaufen. Deswegen, das passt schon. Hier machen wir jetzt erstmal zu. Das ist hier unnötig. Das braucht nicht offen sein. Und hier machen wir auch zu. Und somit sind wir hier safe. Boah. So, vor den Wizard-Skeletten müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Die sind aber 2 hoch. Das heißt, wir können hier so machen. Da kommen sie nicht durch. Und hier genauso. Hier machen wir jetzt wieder auf. Okay. Wir müssen nur vorsichtig sein. Ah, ich sehe sie schon. Okay, die kann uns aber eigentlich... Eigentlich kann sie uns nichts. Er ist eh verschwunden. Gut. Hm. Wir brauchen... Was brauchen wir? Wir brauchen Nether Wards. Das heißt, da ist Lava. Da könnte ein Weg sein. Mache ich erstmal zu, weil es zu gefährlich ist. Hier sind wir safe, da kann nichts passieren. Was ist hier jetzt? Erstmal ganz schnell wieder safen. Boah, ich freue mich richtig, dass wir das Ding da geklärt haben. Also, manchmal zahlt sich Mut ein bisschen aus. Was ist das hier? Okay, da geht's nur raus. Ist uninteressant. Das heißt, hier machen wir zu. Da kann nichts passieren. Da zeigt es in die Richtung. Also gehen wir... Oh, ein Wizard-Skelett! Ganz gefährlich, ganz gefährlich, ganz gefährlich. Wir müssen hier rein, weil hier kann er nicht durch. Hier kann er nicht durch. Und jetzt können wir ihn klar machen. Leider kein Loothing drauf. Aber vielleicht... Ja, kriegen wir leider nicht. Aber okay, wir müssen unbedingt hier... überall zumachen.
Weil Wither-Skelette sind, wie gesagt, gefährlich. Die können uns gut Leben abziehen. So. Mal gucken. Da hinten. So. Hier ist safe. Da geht's nach oben in die zweite Etage. Wir könnten theoretisch... Ach, hier ist der Balkon, ne? Da ist der Balkon, da ist Glowstone. Würde ich ganz gerne mitnehmen wollen. Hallo. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, jetzt ist natürlich das Problem, dass wir nicht die fette Ausrüstung haben, die wir gerne hätten. Nehmen wir auf jeden Fall mit hier. Die Glowstone können wir auch gut gebrauchen immer. So. Ah, den Rest, den lasse ich da oben erstmal. Haben wir ein bisschen was bekommen. Guckt mal hier. Haben wir ordentlich bekommen. So, haben wir erstmal schön 16 Blöcke. So, hier geht es erstmal wieder runter. Hier knurrt irgendeiner. Okay. Das heißt, hier können wir theoretisch zumachen. Also, das ist ja eigentlich uninteressant. So. Und jetzt bleibt nur noch diese Richtung übrig. Die nutzen wir auch sofort. Aber ich glaube, wir müssen sogar in eine andere Richtung, weil hier bringt uns das nicht weiter. Okay, also hier kommen wir nicht weiter. Ach, was haben wir denn da? Was haben wir denn da Feines? Na? Scheiße, keine Pfeile mehr. Ja, dann würde ich sagen, aber das Essen erstmal. Und dann holen wir uns das Ding mit dem Schwert. Und los. Okay, haben wir. Haben wir erwischt, was? So, gut. Langsam fängt es an, Spaß zu machen hier. So, ja, jetzt haben wir nur ein Problem. Wir müssen irgendwie versuchen. Also, dieser Gang, der bringt... Oh. Dieser Gang da, der bringt uns nicht wirklich weiter. Und von da sind wir, glaube ich, gekommen, ne? Hier war die Kreuzung. Okay, dann versuchen wir es mal hier in der Richtung. So. Könnte sein, dass wir jetzt hier erstmal die Treppen nach oben... Oh, 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 ich sehe es schon. Keine Panik, Leute. Ich bin glücklich, ich bin glücklich. Wir haben den nächsten Blaze-Spawner gefunden. Der ist mal richtig nice. Oh ja, Blaze Spawner. Okay, wunderbar. Die sind, also die können, da können sie uns nichts tun. So, was ist das hier? Da ist diese Lava-Geschichte. Hier hinter ist jetzt der Blaze Spawner. Da geht's nicht weiter. Das heißt, hier wollen wir auch gar nicht hin. Da geht's tief runter. Das ist noch ungünstiger. Da machen wir mal sofort zu. Da sind wir hochgekommen. Und hier ist jetzt dann nochmal Lava. Die wir vielleicht aber... eingrenzen können. Weil wir wollen... Was ist das da hinten? So, die haben wir erstmal weg. Eingegrenzt. Die sind nämlich von da hinten gekommen. Die kommen von da oben. So. Ist ja spannend. Geht's da hinten weiter? Ja, hier geht's weiter anscheinend. Nee, denkst du dir? Hier ist nur ein Raum. Scheiße.
Hätte ich mich jetzt gefreut. Und da ist auch nur ein Raum. Also rein theoretisch ist das hier total, totaler Tünnef. Das bringt uns hier nichts. Also das heißt, wir können jetzt hier wirklich erstmal abhauen hier. Und machen hier einfach zu, weil hier brauchen wir einfach nichts. Hier ist alles uninteressant. So, da sind wir, glaube ich, hergekommen. Was war jetzt da gewesen? Na, schon wieder vergessen, aber wir haben es dazu gemacht. Kann es also nicht so wichtig gewesen sein. Dann gehen wir mal hier hin. Da ist der Brunnen. Hier ist der Brunnen. Das heißt, da unten sind das, was wir suchen. Da unten sind die Netherwards. Und auch die Schatzkisten. Erstmal gucken wir uns mal die Schatzkisten an. Die müsste hier jetzt sein. Denkst du dir? Dann machen wir hier natürlich zu. Machen wir hier zu. Gucken wir hier nochmal kurz. Aber ich schätze mal, hier geht es jetzt erstmal runter. Jetzt gehen wir erstmal runter kurz. Ich will die Netherwards haben. Und da können wir uns eigentlich auch schon verkrümeln. Da sind sie, Freunde. Da sind sie. Wir werden auch nicht alle mitnehmen. Weil wir züchten die selbst. Nur falls wir sterben sollten. Also die Dias und so, das ist mir ehrlich gesagt alles momentan völlig Latte. Ach du Scheiß, was ist das denn hier? Echt jetzt? Die zweite Etage war total zerbaut gewesen. Habt ihr das gesehen? Eigentlich sind mir die Sachen jetzt völlig egal. Ich habe alles das, was ich haben wollte. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Was wir hier schon wieder machen, ist wieder leichtsinnig. Leute, wir gehen zurück. Wir können irgendwann diese Festung hier noch weiter erforschen. Aber wir haben echt jetzt alles, was wir brauchen. Und das ist wirklich mega nice. Wir wollen ja weiterkommen. Also deswegen, wir haben das tatsächlich in einer Folge geschafft. Das ist richtig super. Und unsere Ausrüstung, die ist jetzt auch nicht mehr die beste. Ganz kurz können wir nochmal nach Schätze gucken. Hier ist auch nichts mehr. Okay, das machen wir später alles, Leute. Das machen wir alles später. Wir verduften jetzt hier. Ich hoffe nur, dass wir wieder zurückfinden. Da auch nochmal Nether Wards. Nehme ich mit. Je mehr wir haben, die besser. Scheiße, ich habe mich verlaufen, Leute. Ich habe mich verlaufen, nein. Shit. Wir müssen den Stein finden. Ich habe mich verlaufen, scheiße. Ah, hier, okay. So, da haben wir zugemacht. Da war der Brunnen. Da sind wir runter. Das heißt, wir müssen in die Richtung. Der stört uns nicht. So, da sind wir in die Richtung gegangen. Das heißt, wir müssen in diese Richtung. Jawolla. So. Wir sind in die Richtung gegangen. Das heißt, in die Richtung. So, hier haben wir zugemacht. Da oben. Da haben wir uns reingebaut. Da geht es jetzt runter. Jetzt müssen wir vorsichtig sein beim Buddeln. Hä? Wie haben wir das gemacht? Ah, hier. Genau. So. So haben wir das gemacht. Da setze ich erstmal kurz hin, dass wir da nicht runterfallen können, aus Versehen. So. Und jetzt ist die Frage, irgendwo links dann tief runter. Das war hier, ne? Genau. Das heißt, also hier setze ich jetzt einen Block hin. So. Und da kann nichts mehr passieren. Und hier können wir uns jetzt runtergraben. Das mache ich auch mit der Schaufel. Das geht ein bisschen schneller. Wow, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Yeah. Freu. So, jetzt dürfte nichts mehr passieren. Beim nächsten Mal müssen wir uns Leitern mitnehmen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt geht es erstmal bergab. Wieso blubbert das jetzt hier? Okay, hier ist irgendwas. Kurz mal was essen. Jetzt müssen wir nur noch zurück zum Portal finden, Leute. Aber auch das sollte mir gelingen. Ich habe nämlich die Koordinaten. So, und ich werde jetzt eigentlich gar nichts machen, außer hier das Schutzschild, das können wir benutzen. Und fertig. Und jetzt ganz schnell abhauen. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hergekommen sind. Das ist jetzt die große Frage. Ich habe so die Tendenz, das muss in diese Richtung gewesen sein.
Ich hoffe, dass wir irgendwo eine Fackel sehen. Ich setze hier erstmal eine hin. Seht ihr hier irgendwo eine Fackel? Da ist die Festung, da haben wir Licht gemacht. Da drüben, ne? Hier ist... Ne, weil die habe ich ja gerade gesetzt. Was ist hier? Wie eine Treppe? Ist hier irgendwo eine Fackel, ey? Wir brauchen unbedingt eine Fackel. Ich will sehen, wo wir waren. Ich erinnere mich gerade nicht. Scheiße, die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Leute, wir überziehen jetzt leicht. Ist da irgendwo eine Fackel? Ich sehe nichts, ey. Scheiße. Hier hoch vielleicht? Wir sind ja irgendwo hier so lang balanciert, ne? Oh Mann, ey. Wir müssen jetzt die Sachen irgendwie heile nach Hause kriegen. Scheißdreck. Ne, hier war das nicht. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wir müssen irgendwo Fackeln suchen. Irgendwo Fackeln suchen. Was war denn hier gewesen eigentlich? Da geht's irgendwo hin. Ist hier eine Fackel? Oh, da ist Glowstone. Also wir sind ja auch irgendwie durch so einen Tunnel durch, ne? Also hier war das nicht. Ja, Freunde, ich muss jetzt den Ausgang suchen. Das hilft jetzt alles nichts. Also beziehungsweise Fackeln muss ich suchen. Dann geht's mir schon wesentlich besser. Scheiße. Also wir müssen uns eigentlich nur orientieren, wo die Festung ist. Die Festung ist da, dann müssen wir in diese Richtung. Wir haben hier hundertprozentig... Ich überlege gerade, beende ich die Aufnahme oder... Nee, Quatsch, ich lass euch einfach mal laufen hier noch. Leute, das ist ja nicht schlimm, wir haben ja schon öfters mal längere Folgen gemacht. Ich glaube, ihr seid die Letzten, die damit ein Problem haben. Da ist eine Fackel! Ich hab's gefunden, Freunde. Ich hab's gefunden. Da ist eine Fackel. Da haben wir es rübergebaut. Jetzt ist es kein Problem. Jetzt müssten wir locker zurückfinden. So, hier gehe ich mit äußerster Vorsicht. So. Da ist die nächste Fackel. Oh Mann, Leute. Er drückt mir die Daumen. Drückt die Daumen, Freunde, dass wir das schaffen. Da oben ist eine Fackel. Gut, dass ich hier Cobblestone mitnehme. Die sieht man so schön. So, die Fackel zeigt in die Richtung. Das heißt, wir müssen in diese Richtung. Wir müssen hier in diese Richtung. Hier vielleicht nach oben. Und dann hier lang vielleicht. Ist hier was? Da ist wieder eine Fackel. Wunderbar, ich setze gleich mal noch eine hin. Es kann nichts schaden, wenn wir hier genug Fackeln haben. Oh Leute, da ist die nächste Fackel. Und jetzt? Da unten. Okay. Gesaved. Und jetzt? Da ist die nächste Fackel. Zeigt in die Richtung, das ist richtig. Oh Mann, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das aufregend. Ist das spannend. Ist das spannend. Hier ist die nächste Fackel. Die zeigt in diese Richtung. Das heißt, wir müssen hier lang. Was? An der Lava vorbei? Echt jetzt? Hier lang? Echt? Da hoch, ne? Ich glaube, hier hoch. Sieht so aus. Ja, perfekt. Da ist wieder eine Fackel. Da hinten ist eine. Das ist gut. Und nu? Hier runter, oder was? Hier runter, okay. Ah, okay, da ist wieder eine Fackel. Das ist die doppelte. Oh, ja. So, hier lang, okay. Da ist wieder eine. Oh Gott, wenn ich Fackeln sehe, Leute, ich freue mich, wenn ich Fackeln sehe. Glaubt ihr das? Da freue ich mich richtig. Ich sehe da hinten schon eine. Und jetzt? Da geht eine Treppe hoch, wunderbar. Die haben wir gebaut, ich erinnere mich. Hier ist eine Fackel. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, schnell da hier rein. Schnell da herein und... Ja, hier lassen wir auf jeden Fall eine Reserve. So. Und jetzt ganz schnell zurück.
Oh, Leute. Oh. Oh. Wow, und da spuckt es uns aus. Freunde, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Und jetzt brauche ich erstmal eine Abkühlung. Oh, aus der Hölle mal den ganzen Schwefel hier mal irgendwie so abspülen. Juhu. Ja, Leute, was das in der nächsten Folge, in der Folge Nummer 61 bedeutet, ist klar. Wir werden uns Netherwarzen züchten. Wir werden ein kleines Netherboard-Feld aufbauen. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir können jetzt unseren Braustand aufbauen. Und das heißt, wir können Trank der Unterwasseratmung machen. Wir können jetzt unseren Glastunnel richtig easy peasy aufbauen. Also, was jetzt noch fehlt, ist im Prinzip Sand, den wir natürlich brauchen jetzt noch, um ja, Glas herzustellen. Aber all das machen wir, wie gesagt, dann in den nächsten 2, 3 Folgen. Jetzt werden wir als nächstes erstmal Netherboards anpflanzen. So, und damit sage ich schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Die Folge ist ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, euch stört das eh nicht. Also, bis morgen, Freunde. Ciao, ciao.